Kann ich denn hier noch was machen, oder? War's das? War's wohl hier drin? Kohlenstoff kann man damit auch abbauen, auch wenn es schwierig ist. Auf Dreieck lade ich um. Ah! Ich habe gerade einfach auf Waffe wechseln gemacht, auf Dreieck. Das geht. Habe ich gerade schon gefragt, was das Leuchten hier macht. Ich habe es verstanden, okay. Lebenserhaltungssystem, Energie niedrig. Lebenserhaltungssystem verbessern. Geht klar, Digga. Ich brauche mehr Kohlenstoff. Eine goldene Metallkugel, die die Rechenleistung von elektronischen Lebensformen vorübergehend erhöht. Erhöht, wodurch Analyse und Forschung beschleunigt werden. Kann alles verschnellern, okay. Das hilft mir aber immer noch nicht. Wie das scheiß Ding ins Bauer. Das ist aber viel Eisen. Ich glaube, dafür brauche ich gar nicht. Kleineres wird chilliger, aber ein bisschen Kohlenstoff kann ich mal mitnehmen. Warum hat eigentlich die Bullerei aufgehört, mich zu suchen? Also die Wächter. Das ist crazy scheiß. Alles sehr verwirrend hier. Hui. Voller Aufregung hier in die Industrie eingebrochen. Ich muss Hyperantrieb bauen und da hoch, aber... Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich dieses scheiß Ding baue. Die 18 kann ich mal eben ausrangieren. Dynamischer Resonator, wo kommst du her? Stell Produkte im Inventarplätzen her. Ja, wie denn? Ich habe aber Herstellungsanforderungen. Ich habe Suspensionsflüssigkeit erlernt. Nicht reaktive und druckbeständige Flüssigkeit. Unverzichtbar für die Herstellung von Raumschiff- und Exoanzugtechnologien. Nice. Und Flo hat's entdeckt. Ich denke mal, das heißt einfach weiter jetzt umherwirren und Sachen finden. So würde ich sagen. Langsam hierher tuckern. Bisschen scannen. Da ist ein Fragezeichen. Ich weiß nicht direkt, dass da, wo ich herkomme. Gut, dass ich schwindelfrei bin. Es wird direkt von innen in das Heck angekotzt werden. Ey, warum verschwindet das immer? Ah, da ist es. OMG, dass ich das mal erleben darf. Wie lande ich da jetzt? Aha! Der Herstellungspunkt gespeichert. Sieht nice aus. Ein paar andere Raumschiffe fliegen umher. Hat der mich angemeckert? Oder was? Anderes Raumschiff! Kommt da einer raus? Kann ich das Raumschiff klauen? Am Freund. Hallo Freund, sagt er bestimmt. Der Pilot klickt mit seinem Schnabel, um anzudeuten, dass er handeln will. Vielleicht würde er auch sein Raumschiff verkaufen.
Mache ein Angebot für das Raumschiff der Lebensform. Mach ich mal. Mm. 306.000 Units. Hyperantrieb hat er schon. Waffen ist da auch besser. Das sieht aber cool aus, das Raumschiff. Boah, da sieht das wieder aus wie so eine Libelle. Und ein bisschen das Raumschiff von Boba Fett noch, das hinten so fett ist. Ui, ich muss es haben. Ach, 18 Plätze ist viel besser als meins. Gib mir das. Kann ich mir sagen, gib mir das oder ich bring mich um? Wie wär's mit Gegenstände verkaufen? Ich hätte viel mehr. Ja. Hi, Freund, hi. Gegenstände an Lebensform verkaufen. Nehmen wir mal das, das. Das kannst du auch haben. Hauptsache viel Money für Florian. Eisen 16. Naja, lohnt sich gar nicht zu verkaufen, zu wenig. Kohlenstoff ist zu günstig, kriege nicht viel für. Morin, ui, das bringt ja, das sieht viel aus. Mehr kauft er nicht? Ah, ist wahrscheinlich nur, weil das Inventar zu wenig ist. Warte. Raumschiff-Inventar, genau. Das war, das will ich verkaufen. Hm. Titan verkaufen wir, Emeril verkaufen wir, Iridium brauche ich. Platin verkaufen wir mal. Plutonium, Tarium, Kohlenstoff. Plutonium brauche ich, Eisen ist zu wenig. Diese, obwohl das sind 117, mal gucken, wie teuer, wie viel ich dafür kriege. Eisen gibt es ja auch haufenweise. Versuchen wir es nochmal. Hallo Freund, hi! Schnugger. Gegenstände Lebensform verkaufen. Titan bringt 4257 Dingens. Verkaufen wir! Emeril 37 für 10.085. Knapp ein Prozent weniger als der Dingensdurchschnitt, aber egal, scheiß drauf. Geld, 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 Geld. Vor allem, ich habe so viel Inventarplätze, die ich freimachen muss. Platin. 87 für 4000 Dingens. Ah, verkaufen wir. Ah, der bringt auch viel. 82.000 habe ich jetzt. Was hat er denn zu kaufen? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wassersphäre brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Er hat es! Dynamischer Resonator. Für 32.000, gib her. Danke. Boah, ich liebe dich. Ich will dein Raumschiff gar nicht mehr. Du hast mir schon so den Arsch gerettet. Trotzdem liebe ich ihn. Ein guter Junge, guter Junge. Mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Redet der auch mit mir? Am Niki-Freund. Hallo mein Freund, sagt er bestimmt. Eli, ich, Gag Erster. Esogonauta, also Novi Idofada, geben Sritz. Er will mir irgendwas geben. Die kleine Kreatur ist bei meinem Erscheinen damit beschäftigt, Gewinne zu addieren. Ihre Augen öffnen sich weit in Erwartung unseres ersten Kontakts und sie reibt sich gierig die Finger. Sie pickt eindringlich auf Finanzdaten auf ihrem Tablet herum und hüpft dann auf und ab. Es fällt mir auf, dass sie erstaunlich riecht. Oh, erstaunlich. Was, das Tablet oder das Wesen? Den Kopf der Lebensform tätscheln? Bedauern, dass du nicht helfen kannst? Units geben, 10 Units. Ach, kostet nix. 10 Units. Ist offensichtlich begeistert, gib mir was. Neue Technologie entdeckt. Phasenstrahler, Raumfahrer, Strahlenwaffe des Asteroidenbergbaugeräts. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen des Geräts Isotopelemente erforderlich sind. Ich habe doch schon ein Bergbaugerät, oder nicht? Oder vielleicht, falls ich hinterher nochmal eins bekomme. Was kann ich hier machen? Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen. Gegenstände galaktischer Handelswerk. Wie teuer ist denn hier das Handelswerk gut? 33.000 Units. Genauso teuer, wie ich es letztens gekauft habe. Kalium, Muri, Zink. Beutelgift. So. Damit habe ich wohl das Nötige, um mein Schiff den Hyperantrieb zu geben. Hyperantrieb. Warpzellen. Nein, habe ich nicht welche verkauft? So eine Warp-Zelle? Wie teuer ist denn eine? Energiekanister? Warp-Zelle? Nee, ist keine. Krieg ich einen Warp-Zellen her?
Vielleicht steht das ja, wenn ich das herstellen möchte. Wo zur Hölle kriege ich eine Warpzelle her? Ist das vielleicht doch diese Energiezelle? Die nehme ich mal einfach. Vielleicht ist sie jetzt wirklich. Alles kaufen. Und dann nehme ich mal so eine Energiezelle oder einen Energiekanister. Ich nehme mal einen Energiekanister für 408 Units. Vielleicht kann ich damit aufladen. Ne. Und vielleicht. Warte. Wo ist mein. Da ist es. So. Ne. Wie ist es nochmal, was ich, Warp-Zelle? Kann ich irgendwie eine herstellen? Kahlplatte, Warp-Zelle, da. Tamium und Antimaterie. Ist das hier Elektrodampf? Antimaterie brauche ich eine. Kann ich aber noch nicht herstellen, glaube ich. Fuck. Dann gucke ich mal, ob ich die Antimaterie wenigstens kaufen kann. Stimmt. Antimaterie. Sieht nicht danach aus, als könnte ich so einfach kaufen. Jetzt brauche ich das eigentlich auch nicht mehr. Warpzelle. Antimaterie. Stelle Produkt im Inventarplatz her. Jetzt die Frage, wie stelle ich Antimaterie her? Muss ich wohl noch ein bisschen mehr um den Planeten reisen und ein bisschen erforschen, um heraus, um einige Sachen. Oh, neuer Freund! Vielleicht hat der was Cooles. Auch ein hübscher Kerl. Ah. Acer, der hat ein Acer-Buch, was er mir verkaufen möchte. Rido Sava Labevki Saifka Muto. Die Augen des Piloten treten leichter vor, als mich ihm näher, aber schließlich stimmt er mit der Verhandlung zu. Er zeigt, auf sein Raumschiff ist bereit, es zu verkaufen, wenn der Preis stimmt. Mach mal ein Angebot für das Raumschiff, Digga. Wie teuer? 3 Millionen! Ist ja gar nicht. Wow, das ist richtig zum Handeln. Ich will ein riesiges Raumschiff haben. Was? Coole Scheiße. Also das ist eindeutig zum Handeln. Richtig fett. Ich bin noch nicht fertig, Digga. Ich hätte auf Ablehnen drücken sollen vielleicht. Auf jeden Fall verstehe ich schon mal, Freund. Das ist gut. Was hast du zu verkaufen, Digga? Antimaterie bräuchte ich. Vielleicht hat jemand anderes Antimaterie zu verkaufen. Von einem Bobs. Wäre natürlich das größte Glück, was ich haben könnte, dass einfach irgendjemand hier Antimaterie zu verschenken hat. Der andere Kollege Schnürschuh ist schon weg. Aber hier sind noch Kisten und so, die ich aufnehmen kann, merke ich gerade. Energiekanister, okay. Irgendwas Gagaga und noch ein Energiekanister. Aber ich noch nicht weiß, wofür ich einen Energiekanister brauche. Es gibt noch viel über dieses Spiel zu lernen. Verkaufe ich mal wieder die paar Sachen hier, die ich gerade gesammelt habe. Brauche ich ja zum Teil gar nicht. Gegenstände kaufen. Deine aus deinem Inventar verkaufen. So. Das kann ich verkaufen. Energiekanister. Scheiß drauf. Bring jetzt gerade die. Nimm gerade bei mir nur Platz ein, weil ich noch nicht mal weiß, wofür ich die brauche. Soll ich einen Raumschiff im Inventar? Auch ein Energiekanister, kann ich auch verditschen. Plutonium brauche ich, Iridium brauche ich auch. Kohlenstoff, Tamium brauche ich alles. So. Verzeihung. Noch einer! Das ist auch ein cooles Raumschiff. Mal gucken, wie viel er dafür haben möchte. Gag Kili. Ich bin sehr kontaktfreudig heute. Nur Freunde finde ich hier.
Gag Burik, der hat bestimmt vorgestellt, Kiwidi, das irgendwas. Der Pilot gackert aufgeregt und pickt auf sein Handelsverzeichnis. Er offensichtlich erfreut, dass er eine unerwartete Möglichkeit zum Kaufen und Verkaufen von Waren hat. Kurz gesagt, er klickt mit seinem Schnabel, er will auch seine Fische verkaufen. Lieber Loop, dasselbe wie anderen Bobs auch. Die freuen sich, mich zu sehen, wollen ihre Schiffe verkaufen und kaufen. Es scheint ein bisschen kämpferischer zu sein. Hat viele Waffen eingebaut. Viel Waffenzeug. Impulsantrieb, Hyperantrieb. Hat schon Hyperantrieb, ist aber noch leer. Brauche ich Warpzellen für? 268.000? Nein, danke. Womit er immer aus dem Menü rausgeht, ich will ja noch vielleicht anders handeln. Schwachmat. Hat er Antimaterie, die er mir möglicherweise borgen könnte? Nicht verkaufen. Scheiße, zurück. Entschuldigen Sie, Sir. Haben Sie ein bisschen Antimaterie, die Sie mir borgen könnten? Magmox, Energiespeicher. Morine. Meril. Okay. Machen Sie es gut. Die Antimaterie von jemand anders schnorren. Da landet noch jemand, den möchte ich auch noch sprechen. Heute wird eine Kennenlernrunde. Hallo, ich bin der Florian. Und ich habe ein Problem mit Antimaterie. Hallo, Florian. Können Sie mir helfen? Captain Jer, auf den habe ich gewartet. Hi, Freund. Blablabla, er ist ich habe gerade aufgeregt, aber ich habe erst gelesen, ist erregt. Oh, das freut mich auch. Kaufen. Erstmal das, dann gehe ich nämlich wieder zurück, wenigstens im Menü. Haben Sie Antimaterie? Elektrodampf. Omegorn. Nachtkristall. Das macht mich alles nicht glücklich, Senor. Kann ich Ihnen das was Gutes verkaufen? Sieht nicht so aus. Mach ein Angebot für Raumschiff Lebensform. Sag mal, was du da hast. Scheint auch viel Inventarplatz zu haben und kostet 1 Million. Hyperantrieb hat da. Gesundheit, Waffen. Sieht, boah, hinten. Also es gibt auch viele Unterschiede, stark Unterschiede. Das Pink stört mich, aber ich würde es deswegen gar nicht haben wollen. Doofes Pink. Dann heißt es erstmal wieder auf und davon, ne? Vielleicht lade ich dann einfach nochmal meine Sachen hoch, die ich gefunden habe. Ich habe ja viel Zeugs. Ui, die ich benennen kann und sonstiges. Ein System. Dann ist, was ich gefunden habe, Lupern Regenwald. Hochladen. Luperk Regenwald. Umbenennen. Super Rain. Vom Schimpfwortfilter abgelehnt. Super Rain. Ist ernsthaft? Super minus Rain. Super Rain. So. So, Zubus. Ich werde ein paar davon da mal nach meinen Freunden benennen. Und wenn ihr wollt, auch von welchen, die bei mir in die Kommentare schreiben. Schreibt einfach unter, ihr wollt in irgendein Tierwesen genannt werden, dann benenne ich euch mal danach einfach. Nach den Namen, den ihr da eingibt oder wie ihr den Namen haben möchtet. Die nächsten Tiere auf jeden Fall. Aber jetzt suche ich mir die hässlichsten aus und benenne die nach meinen Freunden. Das sind so Leute, die ich persönlich kenne. Das ist eine hübsche Pflanze, die bin ich nach meiner Freundin. Die ist hübsch. Wieder. So. Dann, was ist denn das Hässlichste? Das ist recht hässlich. Das nenne ich mal einfach Patrick. Das ist ein Freund von mir. Das ist sehr aggressiv gewesen, deswegen nenne ich das mal einfach nach meinem Bruder Felix. Das hier ist auch sehr hässlich. Das nenne ich mal einfach Pascal. Und das hier sieht mal aus wie ein Tim.
Und eins will ich vergessen. Das ist ein Binder-Tatter. Ne, es gibt noch so ein ganz hässliches Dingens mit so einem Pickel auf dem Rücken. Wo ist das denn? Das hier, das ist eine Kugel. Das nenne ich André. Das nenne ich André. Das ist mir so ein André. An L3. André. So. Ah, und den Rest lade ich einfach. Da gibt's Units für. Alles hochladen. Hochladen. Der Rest kann einfach so hochgeladen werden. So, weil es gibt alles Units anscheinend. Hätte ich vorher machen sollen. Den Rest ändere ich jetzt nicht großartig um. Das dauert zu lange, zu aufwendig, zu doof. Ich wollte nur ein paar Sachen drin behalten. Beziehungsweise ein paar Freunde beleidigen. Oh, das hätte ich vielleicht auch Pascal nennen können. Schade. Zu spät. Ist gar nicht so wenig Units, glaube ich. 9000 Units erhalten. Schon nicer Dicer. Ich würde mal sagen, dann geht's nochmal rundrum herausfinden, was ich noch brauche. Es wurde noch ein eigenes Signal entdeckt, das müssen wir mal eben sehen. Das sah auch etwas am Boden ein bisschen interessant aus, aber ich bin gerade eher darauf, den Hyperantrieb zu vollständigen. Das ist gerade mein großes Ziel. Planetare Störung, Impulsantrieb offline. Da war auch irgendetwas, was ein bisschen näher war. Aber ich bin jetzt gerade, wie gesagt, noch ein bisschen gehypt drauf. Den fucking Impulsantrieb. Der Planet gefällt mir besser als mein erster. Der erste war voll kacke mit dem Gift und das andauernd so ein paar Hestlons da waren. Und landen. Ich bin gut im Landen, ne? Mal gucken, was es hier noch gibt. Hi, mein Freund. Scheint ein guter Kollege zu sein. Oh, wie süß er sich beschwert. Mit glänzenden Augen ist der einzige Bewohner dieses Gebäudes. Wir sprechen nicht dieselbe Sprache, aber es ist offensichtlich, dass mein Begleiter lieber nicht hier wäre. Wie bereitet zuvor übermittelt er mir meine Nachricht, die abermals von Nada und Polo gesendet wurde. Wer auch immer das ist, der gehackten Botschaft ist Antimaterie hinbeigefügt, die ich von meinem geheimvollen Wohltätern erhalten habe. Genug, um meine Warpzelle für meinen Hyperantrieb herzustellen. Oh, sauber. Antimaterie, da ist sie doch. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Mein Schild wiederhergestellt. Gesundheit wiederhergestellt. Noch Technologie erforscht. Strahlkühlmittelsystem. Ermöglicht des Benutzers, Bergbauvorgänge bei erheblich reduzierter Hitze und mit weniger Unterbrechung durchzuführen. Nice. Finde ich gar nicht so schlecht. Gehst du schon direkt wieder raus, oder? Atlaspass V2 benötigt. Ich habe noch keinen Atlaspass, glaube ich. Noch ein paar Sachen verditschen. Habe ich denn noch was zu verkaufen? Verkaufen wir mal die Antimaterie! Nein, das wäre doof. Oh, auf hier. Nun denn. Ah, da ist noch was. Trümmer durchsuchen, Atlas Pass V1 benötigt. Ich habe ja noch keinen Atlas Pass. Dann werde ich nun einmal eine Warpzelle herstellen und im Warp-Antrieb mit dieser Warpzelle auffüllen. Ist ja gar nichts passiert! Ist ja nur ein Piss aufge... 20%! Dunkle Materie auf jeden Fall ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Immer besorgen. Geiles Zeug. Ja, ich würde mal sagen, bis bald, falls es euch gefallen hat. Lasst ein Abo oder einen Daumen zurück oder kommentiert mal schön. Bis zum nächsten Part. Noch vorher kurz einmal sehen, was für einen schönen Meilenstein ich erreicht habe. Galaktische Reisen aktiviert. Reisen aktiviert. Erreicht. Okay.
Bis zum nächsten Mal.